gefreundet, was geht euer US am Start? Bevor ich mit den Schizotalk wieder anfange, wollte ich nur mal sagen, in letzter Zeit tue ich mir wirklich extrem schwer, Videos zu machen. Ich weiß auch nicht warum, ich bin jetzt circa einen Monat rauchfrei, ich dampfe mit Nikotin, ich weiß nicht, ob es daran liegt. Es kommt halt auch viel hoch irgendwie und irgendwie nicht, ja, extrem kompliziert dabei. Und ja, das wollte ich nur sagen, weil ich mache das gern, YouTube, aber in letzter Zeit bin ich nicht ganz zufrieden, sagen wir mal. Ja, es ist zum Heulen, das Ganze. Aber schieß drauf! Heute ist so mein Schizotalk, weil es ist, ich habe jetzt am 7., also am Mittwoch, einen Termin bei meiner Fachärztin und da werde ich wieder eine Spiegelkontrolle machen und ich glaube, das Leponex, Olanzapin ist das, glaube ich, müsste jetzt eigentlich im therapeutischen Bereich sein. Das kann ich euch kurz erklären. Es gibt einen therapeutischen Bereich. Wenn man da drin ist, dann wirkt das Medikament so, wie es wirken soll. Wenn man drüber ist beim therapeutischen Bereich, dann hat man mehr Nebenwirkungen und ist eher schlecht. Und wenn man zu wenig hat, wirkt es einfach nicht. Also auch schlecht. Jo. Auf jeden Fall, ich mache auch wieder Sport. Das hat jetzt nichts mit Schizotalk zu tun, aber ich weiß eigentlich, ich muss echt irgendwie lockerer werden wieder. Immer. Ja, schwierig. Mir geht es einfach in letzter Zeit nicht so besonders gut, ganz besonders vor der Kamera, ich weiß nicht. Jetzt geht's zwar, wenn man es entspannt macht, aber am liebsten nicht, ja, keine Ahnung, um was das liegt, vielleicht an mangelndem Selbstvertrauen oder so, an den negativen Gedanken. Ich versuche, dass ich das alles gut meistere. Und ich ehrlich gesagt glaube ich, dass wegen am Rauchen ist, wegen am Nikotinentzug. Weil seit ich nicht mehr rauche, geht es irgendwie manchmal besser, manchmal schlechter. Ah ja, jetzt ist mir gerade eingefallen, auf was ich eigentlich hinaus wollte bei den Schizotalk. Ich habe eh schon gesagt, dass wir im therapeutischen Bereich sind. Ich sag's euch, derweil läuft es bei mir nicht so, wie es laufen sollte. Psychisch, also die Psyche ist besser geworden auf jeden Fall. Der Drang nach Zigaretten ist da, aber ich habe einen Tag gehabt vor ein paar Tagen, da habe ich gar nichts gehört in meinem Kopf. Nicht meine Gedanken und auch nicht, ich meine die Schizophrenie, die Stimmen sind ja auch meine Gedanken, die nur laut werden und ein bisschen eine Persönlichkeit entwickelt haben. Aber da habe ich wirklich gar nichts gehört. Da habe ich keine innere Stimme gehört, keine Gedankenstimme von mir und nichts von der Schizophrenie. Da war es einfach komplett leer, das war so leer in meinem Kopf, dass ich mir schon, das hat mich beunruhigt schon, weil ich so wenig höre. Aber ja, okay. Das wollte ich sagen eigentlich. So, ich nehme jetzt noch einen Tschü-Tschü-Dampfer. Aber ich sag's euch, wie das morgen, es macht mir Spaß, aber in letzter Zeit, ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber ich glaube, ich weiß, was mit mir los ist. Naja, was ich vorher auch schon zu meinem Vater oder ich glaube zumindest, oder zu meiner Mutter, habe ich gesagt, dass mir fehlt einfach der soziale Kontakt, die Mauer. Habe ich täglich andere Gesprächspartner gehabt, also viel mehr Gesprächspartner. Ich meine, Familie ist schön und gut, aber man braucht auch Freunde, mit denen man reden kann. Und jetzt in Corona ist halt das Ganze nicht so einfach und ja, ich kein Plan. Ja, das wird schon wieder besser, aber derweil muss man es einfach so durchstehen, ne? Wie es ist, schießen halt. Ja, okay, ich glaube, das war es eigentlich. Ich habe jetzt viel drumherum geredet, aber im Prinzip wollte ich sagen, es wird besser mit der Schizophrenie. Aber trotzdem habe ich auch andere Probleme, nicht nur die Schizophrenie. Also, ja. Auf jeden Fall, das war's mit mir. Ich wünsche euch noch einen frohen Ostermontag. Und natürlich eine wunderschöne Woche. Okay Leute, haut rein, peace out.